Hallo zusammen, ich habe hier eine 150 AH Batterie und wir haben auch mit den Batterien Ladegeräte gekauft aus China, 20 Ampere, kein Thema. Und wir sehen hier auf dem App, dass hier jetzt mit 19 Ampere geladen wird. Kann man akzeptieren, 19 Ampere, 20 Ampere. Das sind die Ladegeräte, die gibt es auch anderweitig, kein Thema. Wir haben die mit dem Logo bekommen, wenn man genügend bestellt, ist das auch kein Thema. Nur, ich habe hier einen Stecker, jetzt habt ihr das Teil im Wohnmobil verbaut. Ihr steckt aus, ihr steckt wieder ein oder der Nachbar steckt kurz um und irgendwas steckt aus, steckt ein. Und die Ladung von diesem Netzladegerät bleibt auf Null. Der Lärm ist auch weg, der Ventilator ist weg, das ist kein Thema. Eigentlich ist auch so, ich habe hier so einen Widerstand. Wenn ich jetzt den Widerstand hier anschließe und hier drüben, der ist beschriftet hier mit 6 Ampere, 6,5 Ampere. Der wird auch warm. Wir gehen aufs App und hier habe ich einen Strom von 6,7 Ampere, was jetzt aus dem Kühlschrank, aus der Batterie rausgeht. Hier habe ich die Kontrollleuchte, das Teil ist betriebsbereit. Aber wir haben jetzt kein Nachladen mehr von der Batterie. Nur weil zum Beispiel eben der Nachbar kurz ausgesteckt hat, wieder eingesteckt hat. Das Ladegerät funktioniert so nicht. Also alle, die so ein Ladegerät bei uns gekauft haben, wir vergüten euch das zurück, das ist kein Thema, bis wir hier eine Lösung gefunden haben. Probiert es aus, das Ding geht wirklich aus. Ventilator lädt aus am Ladegerät und kommt nicht mehr. Ich kann jetzt hier die Batterie tief entladen, das Teil kommt nicht mehr. Was eigentlich nicht Sinn und Zweck ist der Übung. Ich kann nochmal machen, ich kann hier ausstecken, genügend lang warten, bis hier oben diese grüne LED rausgeht und dann kann ich wieder einstecken. Aber genügend lang ist nicht nur kurz, sondern richtig lang. Das Teil lädt nicht mehr. Was ich machen kann, ich zeige es euch hier auf dem Handy, ich habe immer noch diesen Stromverbrauch von minus 6 Ampere, 6,5, vom Ladegerät. Ich kann hier hinten an der Batterie das Netzgerät, Ladegerät ausschalten. Ändert natürlich nichts am Strom. Und wieder einschalten. Und dann sehen wir, jetzt lade ich 12 Ampere plus die 6, dass der Verbraucher zieht, dann funktioniert das wieder. Aber ich will ja nicht, wenn der Nachbar irgendwas aussteckt oder einsteckt, mein Kabel umsteckt am Verteiler, will ich natürlich, dass das Ladegerät weiterläuft nachher. Von dem her, wir suchen eine Lösung mit diesen Netzgeräten, werde ich euch sicher präsentieren. Diese Netzgeräte werden auch von anderen Anbietern angeboten. Ich denke, die haben das gleiche Problem. Das Ladegerät funktioniert nicht, wenn man es aussteckt, wieder einsteckt. Auch, es funktioniert nicht, wenn ich die Batterie entlade, kommt das Ladegerät nicht automatisch hinterher, die Batterie wird weg. Auf Null runtergefahren, hier auf 150 Ampere raus und ich will morgens losfahren, die Batterie ist leer. Ich mache einen Link von Meanwell-Ladegerät, was wir auch im Sortiment haben, was wirklich auch unter Wasser funktioniert. Und hier irgendwie ein Test über diese Batterie oder den kleinen Bruder davon. Und hier ein Test über Arctic-Batterien von Liontron bzw. unsere Batterienvergleich.
Ich wünsche euch einen schönen Tag.